Kondensstreifen, ja. Fünfundzwanzigster 12. 2016. Hochdeutlicher Unterschied in der Konsistenz zu erkennen. Hier fehlt doch was. Da hat er kurz mal auf den Leerlauf geschaltet oder so. Oder wir behaupten jetzt einfach, genau da sind die Bedingungen ganz anders, sodass da kein Kondensat entsteht. Also auf diesen 500 Metern hier herrschen komplett andere Bedingungen als auf dem Rest der Strecke. Das müsste man ja jetzt annehmen, wenn man an Kondensstreifen glaubt. Ich würde sagen, da hat die Pumpe einen kurzen Aussetzer gehabt. Ob mit Absicht oder ein technisches Versagen, sei mal völlig dahingestellt. Aber ich sage ja immer, die wissen ziemlich genau, wo was fehlt und wo was nachgepumpt werden muss. Die sind an einem gleichmäßigen Partikelschild da oben interessiert und den sind sie in der Lage, ziemlich gut herzustellen.